Einkommen ist Aufwand auch Kosten? Stellen Sie sich vor, diese Frage wird Ihnen gestellt in einer mündlichen Prüfung. Sagen Sie mal, Aufwand und Kosten, ist das eigentlich das Gleiche? Und jetzt geht der Prüfer sehr in Grundsätzlichkeiten. Und hier sollte man absolut sattelfest sein. Die richtige Antwort lautet, ist Aufwand auch Kosten, lautet teilweise. Das ist die richtige Antwort auf diese Frage. Nur sollte man die Gelegenheit nutzen, zu erläutern. Dann denken Sie immer dran, in der mündlichen Prüfung sollte man möglichst viel reden, solange der Prüfer oder die Prüferin einem wohlwollend zuschaut. Und das kann man kurz durch Blickkontakt, kann man das abklären. Und man kann auch Formulierungen verwenden, wie darf ich das erläutern? Und der Prüfer sagt ja gerne, natürlich. Ja? Also wenn Sie sagen teilweise, dann hören Sie da bitte nicht auf. Die Antwort ist richtig, aber es muss erläutert werden. Der Prüfer sagt ja, das ist richtig. Teilweise sind also Aufwand gleich Kosten. Können Sie das mal genauer erklären? Und Sie sagen ja. Das gilt für die Formel Zweckaufwand gleich Grundkosten. Da sind Aufwand und Kosten gleich. Und auch die Begriffe sind vom Sinn her gleich, die Worte sind anders, aber der Sinn ist der gleiche. Aufwand für den betrieblichen Zweck, deswegen heißt das Zweckaufwand, und Kosten aus betrieblichem Grund, deswegen heißt das Grundkosten. Hier bilden diese beiden Größen, Aufwand und Kosten, eine Schnittmenge. Jetzt gibt es aber Aufwand, der ist keine Kosten, und Kosten, der ist kein Aufwand. Und es gibt Kosten, die sind auch Aufwand, aber anders bewertet. Jetzt wird es kompliziert. Jetzt muss man das auf die Reihe bringen. Also die Schnittmenge ist Zweckaufwand gleich Grundkosten. Darüber hinaus gibt es die Konstellation Aufwand, aber keine Kosten. Denn was ist denn Aufwand? Nochmal kurz zur Wiederholung. Aufwand gleich Werteverzehr. Ja, immer in einer Währung bewertet, ja, im Moment in Euro bewertet, aber wer weiß, wie sich das entwickelt mit dem Euro. Und Kosten ist betrieblicher Werteverzehr in Geld bewertet, also in einer Währung bewertet. Wir machen also eine Umdimensionierung. Wir haben einen Werteverzehr und den drücken wir aus, den messen wir, den bezeichnen wir in Euro. Wir haben also letztlich Eurobeträge hier. Also, Sie sehen, Kosten sind gleich Aufwand, soweit es sich um betrieblichen Werteverzehr handelt. Aber es gibt eben auch Werteverzehr, der ist nicht betrieblich. Und das ist hier Aufwand, aber keine Kosten. Das ist der nicht betriebliche Werteverzehr. Es ist Aufwand, weil es Werteverzehr ist, aber es ist eben kein betrieblicher Aufwand, weil, und deswegen sind es keine Kosten. Ja, es ist also Aufwand außerhalb des Betriebszwecks. Das ist Aufwand, aber keine Kosten. Das ist nicht betrieblicher Werteverzehr. Und weil das eben nicht betrieblich ist, nennen wir es neutraler Aufwand. So, fassen wir zusammen als Zwischenergebnis. Die Anfangsfrage lautete, kann man sagen, Aufwand ist gleich Kosten? Die Antwort ist teilweise, und zwar da, wo gilt Zweckaufwand gleich Grundkosten. Werteverzehr für den betrieblichen Zweck nennen wir Zweckaufwand, Kosten aus betrieblichem Grund nennen wir Grundkosten. Zweckaufwand ist gleich Grundkosten, nur das eine aus Sicht der Finanzbuchhaltung und das andere aus Sicht der Betriebsbuchhaltung. Ja, Aufwand gleich Werteverzehr, wir sind in der Finanzbuchhaltung.
Wir sind beim Jahresabschluss. Es geht darum, das Unternehmen extern zu präsentieren. Und um noch genauer zu sein, sind wir in der Gewinn- und Verlustrechnung. Dort stellen wir gegenüber Aufwand und Ertrag. Kosten betrieblicher Werteverzehr nennen wir auch die Betriebsbuchhaltung. Und die Betriebsbuchhaltung nennen wir auch Kostenrechnung oder Kosten- und Leistungsrechnung oder Leistungs- und Kostenrechnung. Meint alles das Gleiche. So, also Aufwand, aber keine Kosten, ist der neutrale Aufwand. Und jetzt kann es sein natürlich, dass der Prüfer sich da einklingt oder wir selber weitersprechen. Darf ich das weiter erläutern? Na, also es, der Prüfer fragt, gilt das denn immer Zweckaufwand gleich Grundkosten? Sie sagen nein, weil Sie das Bild vor Augen haben. Sie haben ein Bild vor Augen. Ich habe gerade mal das Video kurz pausiert, um ein entsprechendes Bild hochzuladen. Hier ist das Bild Zusammenhang Aufwand und Kosten. Ich mache das mal ein bisschen größer. Hier ist die Schnittmenge. Zweckaufwand gleich Grundkosten. Hier ist der Bereich, der ist Aufwand, aber eben keine Kosten. Ja, das ist im Kästchen Aufwand, aber es ist nicht im Kästchen Kosten. Nennt das hier eine Schnittmenge. Hier ist Zweckaufwand gleich Grundkosten. Das ist außerhalb der Schnittmenge, ist der neutrale Aufwand. Und hier haben wir Kosten, die sind kein Aufwand. Sie sind im Kästchen Kosten drin, aber eben nicht im Kästchen Aufwand, Anders- und Zusatzkosten. Sie haben also ein Bild vor Augen. Sie können dieses Thema in einer mündlichen Prüfung nur bewältigen durch bildhafte Vorstellung. Aber dann, wenn Sie das können, dann wissen Sie ganz genau, wo Sie sind. Wir sind also hier bei teilweise, ist Aufwand gleich Kosten? Die Antwort war teilweise, hier bei Zweckaufwand gleich Grundkosten. Aufwand aber keine Kosten ist hier neutraler Aufwand. Und der neutrale Aufwand, den kann man jetzt noch unterstrukturieren. Da ist der Betriebsfremde, da ist der A.O. der Außerordentliche, dann ist da der Periodenfremde und dann ist da der Bewertungsbedingte. Das habe ich an anderer Stelle genauer erklärt, deswegen will ich, um jetzt hier den Rahmen nicht zu sprengen, hier nicht mehr weiter drauf eingehen. Uns reicht jetzt im Moment als Antwort auf die Frage, gibt es auch Aufwand, der keine Kosten ist, weil Sie ja gesagt haben, teilweise. Laut die Antwort ja, der neutrale Aufwand. Das ist Aufwand, es ist Werteverzehr, aber eben nicht betriebsbedingt, sondern neutral. Und deswegen Aufwand, aber keine Kosten. So, und dann, um den Gedanken abzuschließen, gibt es noch Kosten, aber kein Aufwand. Und damit sind wir im Bild hier bei den Anders- und den Zusatzkosten. Anderskosten und Zusatzkosten. Reinrassig, Kosten, aber kein Aufwand, sind nur die Zusatzkosten. Ja, denn Zusatzkosten werden in der Kostenrechnung eigens kalkuliert. Man nennt das Ganze auch die kalkulatorischen Kosten. Und Zusatzkosten kommen in der Gewinn- und Verlustrechnung, wo sich Aufwand und Ertrag treffen, überhaupt nicht vor. Ja, Zusatzkosten ist der kalkulatorische Unternehmerlohn. Da kalkuliert der Unternehmer für sich selber, dass er wie in der Apotheke selber hinter dem Tresen steht. Dann kalkuliert er für sich selber einen kalkulatorischen Unternehmerlohn, den er sich in Wahrheit in der Finanzbuchhaltung gar nicht zahlt, sondern er lebt von Gewinnentnahmen. Aber in der Kostenrechnung, um zu steuern, um zu vergleichen, um die betriebliche Situation optimal zu erfassen, denn das ist die Aufgabe der Betriebsbuchhaltung, setzt man sowas an, kalkulatorischen Unternehmerlohn. Anderskosten sind Kosten, die der Finanzbuchhalter hier auch kennt. Sie werden nur in der Kostenrechnung anders bewertet.
Ja, also sie sind im Prinzip nur im Unterschiedsbetrag kosten, aber kein Aufwand. Ja, wenn man also hier einen Betrag hat, den man als Kosten erfasst, aber der entsprechende Betrag in der Finanzbuchhaltung geringer ist, dann ist streng genommen nur der Unterschiedsbetrag Kosten, aber kein Aufwand. Ja, klassisches Beispiel sind die kalkulatorischen Abschreibungen. Sowohl der Finanzbuchhalter kennt die Abschreibung, wie auch der Betriebsbuchhalter kennt die Abschreibung, aber gerne kalkuliert man in der Kostenrechnung mit Abschreibungsdauer und mit Abschreibungsverfahren, die in der Finanzbuchhaltung durch steuerliche Einflüsse anders geregelt sind oder möglicherweise gar nicht erlaubt sind. Ja, dadurch entstehen Abweichungen in der Höhe, aber nicht dem Grunde nach. Abschreibung kommt in beiden Welten vor, aber in beiden Welten vor, aber die Höhe ist abweichend. Ja, was das anbetrifft, haben wir also Kosten, aber keinen Aufwand. So, damit möchte ich die Sache für dieses Video abschließen. Natürlich könnte man jetzt hier nochmal genau erklären, was ist denn der neutrale Aufwand. Aber wie gesagt, das habe ich an anderer Stelle schon oft gemacht. Ein Gedanke noch, die Betriebsbuchhaltung ist interne Steuerung, ja, und Kontrolle. Das muss einem immer klar sein, denn wenn der Prüfer mal fragt, warum denn jetzt auch überhaupt hier unterschiedliche Instrumente wie die Betriebsbuchhaltung und die Finanzbuchhaltung, ja, dann sagt man, die Finanzbuchhaltung dient eben der externen Präsentation und der Rechenschaft. Ja, Rechenschaft gegenüber den Anteilseignern und so weiter. Das ist das Instrument der Finanzbuchhaltung, externe Präsentation und Rechenschaft. Aber wenn man sich extern präsentiert, dann erzählt man möglicherweise Dinge, die unter einem anderen Blickwinkel ganz anders aussehen. Nämlich, wenn man intern möglichst realistisch steuern will. Und das ist die Betriebsbuchhaltung. Die Betriebsbuchhaltung ist freiwillig. Das macht man freiwillig, um sich selber zu steuern. Finanzbuchhaltung ist gesetzlich vorgeschrieben. Okay, das soll genügen zu der Frage, gilt der Satz Aufwand gleich Kosten? Antwort: teilweise ja, teilweise nein. Zweckaufwand gleich Grundkosten, da gilt es hier. Und dann gibt es eben Aufwand, aber keine Kosten und Kosten, aber keinen Aufwand. Alles Gute, Marius Ebert. Für Lernhilfen und Prüfungstipps klicken Sie auf den Link unter diesem Video.